Hohoho! Guten Morgen, YouTube Deutschland. Nach dem letzten Video von mir, wo ich so ein bisschen ein paar Sachen erzählt habe über YouTuber, kamen viele Nachrichten und so, gar kein Problem, dass ich psychologische Hilfe brauche. Ja, das stimmt, ich bin wirklich ein kleiner Psychopath, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich brauche Hilfe und ihr könnt gerne auch meine ganzen Kollegen hier abonnieren und auch Sammy auf Twitch folgen. Wäre auch richtig korrekt, damit würdet ihr mir wirklich helfen. Aber dann hat unser Meme höchstpersönlich geantwortet. So, das Video heißt, er beleidigt mich als Hasun. Ich habe nicht dich explizit als Hasun beleidigt. Ich habe einen allgemeingeläufigen Satz verwendet, dem sich die deutsche YouTube-Kultur in letzter Zeit häufig bedient. In dem Zusammenhang habe ich das Wort Hasun gebracht. Ich habe nicht in dem Video explizit gesagt, ey, Trimax, du H... Dieser Satz, ich bin voll lost. Ist das ein Satz, der Trimax gehört? Oder ist es ein Satz, der der deutschen Sprache gehört und dem sich viele andere YouTuber auf dieser Plattform bedienen? Ob ich jetzt damit Trimax meinte oder nicht, das sagt ihr. Und er schreibt in den Titel, ABK beleidigt mich als Hurensohn. Das ist ja schon ein krasser Vorwurf. Ist meine Lostness nur gestellt? Ja, definitiv gestellte Lostness. Ich werde euch gleich zeigen, woran ihr erkennt, dass seine Lostness gestellt ist. ABK hat gerade eine turbulente Phase. Ich weiß nicht, was da los ist. Reagiert seit letzter Zeit sehr merkwürdig auf Kritik. Wenn ich in meiner Familie schon von Scheidungen, Tode, Morde, alles am lebendigen Leib miterlebt habe. Vielleicht hat das die schwere Phase ausgelöst, was er gerade gesagt hat. Aufpassen, Trimax, an dieser Stelle. Wirklich aufpassen. Du hast Wirtschaftspsychologie studiert. Ich habe aber Straßenpsychologie studiert. Versuche jetzt nicht nach dem Motto, meine traumatischen Erlebnisse so dahin zu legen, nach dem Motto, ja, deswegen geht's ihm gerade scheiße auf YouTube und dann hast du so nach dem Motto einen Grund, mich nicht ernst zu nehmen, nach dem Motto, mich so darzustellen, als wäre das gerade so in einer psychotischen Phase, was ich hier erzähle. Nein. Also hört auf damit zu argumentieren, nach dem Motto, oh, denen geht's privat gerade scheiße und deswegen redet er gerade vor der Kamera so und so. Wenn es mir privat scheiße geht, dann rede ich vor der Kamera gar nicht. Fängt schon mal wieder weird an. Schmeiß alle YouTuber in einen Topf. Die sind alle so dermaßen unterschiedlich. Boah. In welche Richtung geht das noch? Wenn es um euer Business geht, wenn es um euer YouTube geht, seid ihr alle gleich. Da kann ich euch ruhig alle in einen Topf werfen und sogar kochen. Sogar noch Salz reinmachen. So, schmeckt gut, diese YouTuber-Suppe. Hört auf mich zu flexen, wunder das. Also ich weiß nicht, was da los ist. Da kriegt er eine Kritik, anstatt einfach zu sagen, jo, macht man nicht, ist nicht mehr zeitgemäß, gehört sich nicht. Dann auf Monte zu schießen, auf Montes Persönlichkeit. Ich weiß doch, warum mir ein Monte geschrieben hat. Der Monte selber hat mir geschrieben, weil KuchenTV damals meine Story gerepostet hat, wo er meine Story kritisiert hat. Dann ist mir doch klar, mit was für einer Haltung der Monte auf meine Story aufmerksam geworden ist. Jetzt auch an die Leute, die mir sagen, ja, aber eigentlich ist das korrekt von Monte, dass der das privat gesagt hat. Ist korrekt von dem, ja, aber ich und Monte, wir sind ja keine Freunde. Das ist ja jetzt nicht so, wie wenn das jetzt ein Jero zum Beispiel zu mir privat gesagt hätte oder ein Miguel Pablo oder ein Hisham oder so. Das sind dann Leute, wo ich dann weiß, okay, ey, mit denen habe ich ein ganz anderes Verhältnis, da höre ich dann zu. Aber ich weiß ja, warum er Monte mir geschrieben hat. Damit für den Fall, wenn ich irgendwann mal einen Shitstorm bekomme wegen irgendeinem Wort oder so, damit er dann in seinem Stream sitzen kann auf ganz chillig und dann macht er den hier mit seiner Kippe. Ja, Leute, also, ich hab dem ABK auch damals, ne, erstmal schon die Kippe Asche, ne, privat gesagt, dass das auch ein dickes Eigentor ist, wenn er solche Worte verwendet, weil ich finde, das muss man eigentlich öffentlich machen, das kann man erstmal der Person im Privaten sagen, weil ich finde, ABK ist auch ein ganz cooler und korrekter, ne, ich bin ja mit ihm so, damit die Leute sagen, boah, Monte, richtiger Ehrenmann, guck mal, der sagt wenigstens das vorher schon dem ABK privat, so warnt den vor nach dem Motto hier, boah, ihr Bruder, das hat er nur geschrieben, damit er sich absichert auf einer Ebene. Ich bin ein Marokkaner, sag mir. Und der einerseits vor seiner Community, so als der Korrekte dasteht, und auch bei meiner Community dann als jemand dasteht, wo man sagt, ey, korrekt, der hat wenigstens ABK privat geschrieben und ich ein Video über ABK gemacht. So, ich kenn doch diese Filme. Hört auf, Walla, ich muss lachen. Es gibt einige Sachen, die sagt man nicht mehr. Ja, stimmt, und man liegt kein Chat eigentlich. Man liegt kein Chat. Warte mal, bei dieser Hydro-Hype-Sache, wo dieser Marvin YouTuber-Influencer hochgenommen hat, da war das okay, dass Chats, E-Mails und sonst was geleakt werden. Alles klar. Da war das gut. Aber bei mir, wenn ich zeige, wie Mont auf meine Story reagiert hat, auf meine öffentliche Story, dann, oh mein Gott, man liebt keine Chats. Er will nur auf Klicks gehen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass er mit dem Video nur auf Klicks geben. Das, so würde ich ihn nicht einschätzen. Ich ja, das ist wenigstens korrekt von dem, oder? Das gefällt mir an den YouTuber, das haben die wenigstens richtig eingesehen. Ich scheiße auf die Klicks, ich scheiße auf die Likes und ich scheiße auf euch. So, Dankeschön an dieser Stelle, Trimax. Dafür auf jeden Fall, ich küsse deine Geheimratzecke. Weil ich eine Flagge falsch betitelt habe, bin ich übelst verheuchelt. Eine linke Ratte und dann einen Hurensohn aus dem Nichts. Das finde ich schon sehr, das meine ich. Das hätte er vor 2-3 Jahren nicht gemacht. Ja, vor 2-3 Jahren hätte ich auf YouTube sowas nicht gemacht, weil vor 2-3 Jahren gab es dich auch noch gar nicht auf YouTube. Schwieriges Thema. Man ist erst schuldig, wenn man das halt nachweisen kann, dass jemand schuldig ist. Aber das ist ja oft nicht nachzuweisen. Wie will man es dann beweisen? Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Okay, dann ganz einfach. Dann nehme ich mal morgen zwei Mädels, die ich kenne, setze die vor eine Kamera und sage, die sollen jetzt vor der Kamera behaupten, dass du Trimax die sexuell belästigt hättest. Und wenn dann die Beweislage nicht stimmt, werden wir einfach sagen, ja Leute, man kann es ja halt nicht beweisen, dass der Trimax die sexuell belästigt hat, aber er hat sie halt sexuell belästigt. Das wäre dann für dich also okay.
Nein, es ist für dich okay, wenn es irgendwelche anderen Leute sind. Aber sobald es dich selber betrifft, tickst du da ganz anders. Hör auf, du Wirtschaftspsychologe. Jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt, würde niemals denken, dass das geschauspielert ist. Niemals. Okay, Trimax, deine Clips sind ja nicht gestellt. Du bist rein zufällig ein laufendes Meme. Achtet jetzt mal bitte auf diese Szene. Um ein Zeichen zu setzen, dass mich als Teil der LGBTQ-Rüsi zu zeigen. Was ist das? LGBTIQ. Und sag mir danach bitte nochmal, dass da seine ganzen Memes nicht faked. Was ist das? Ist das ein Schuh? Ich werde mir jetzt Süßigkeiten holen von dir. Ja, mach das. Okay. Ich gebe mir ein paar mit, diese, was ist das? Katjes. Vegetarische Katjes, ne? Wie heißt das? Was habe ich gesagt? Was hast du gerade gesagt? Katjes. Wie das so tut, guck, wie das so tut. Halt's Maul, Mutter, der wusste das nicht. William, das sieht selber aus wie einer, der nur Petersilie und Brokkoli isst, Bruder. Dann will der mir sagen, der weiß nicht. Wunder, wenn das nicht gespielt ist, bin ich ein Hurensohn. Heike, komm mal. Best of Trimax-Memes und so. Okay. Seit wann trägst du solche Brillen? Du machst mich geil, Alter. Ich glaube wirklich, so wenn ich dich auf der Straße sehen würde, ich würde einfach auf deine Brille spritzen. Secretary Bitch, Alter. Hurricane. Hat er sich so genannt? Ja, aber viele nennen sich ja so, wie zum Beispiel, wie heißt Messi in echt oder Cristiano Ronaldo? Sind das deren echten Namen? Ronaldinho ist aber nicht sein echter Name. Fick dich, Junge. Als würde der nicht wissen, dass Messi und Cristiano Ronaldo so heißen. Der spielt FIFA, Junge. Hat da 70.000 Euro reingesteckt und kennt nicht die echten Namen. Hör auf, mich zu verarschen jetzt. Das ist gerade unangenehm für dich. Einfach Simon Desi so, nachdem er heute Amazon abgezogen hat, sind Simon Desi mit dem Namen. Das haben die nicht kritisiert. Ich will keine Nuss. Bitte. Okay, aber wenn du dir eine ausruhen möchtest, welche würdest du nehmen? Würde ich wahrscheinlich die Pekannuss nehmen. Welche ist das? Die hier, ne? Das ist eine Haselnuss. Elvenini. Willst du mein Handy oder die Brille? Dein Handy. Elvenini, don't you be a me. Also, ich kann nicht schwimmen. Ja? Wegen meines Bruchs. Und deswegen chill ich hier im Nichtschwimmer. Ja? Und das mache ich jetzt schon seit einer Stunde. Ich kann nicht ins tiefe Wasser gehen, weil ich kann noch nicht schwimmen. Er kann nicht schwimmen, sein Arm ist kaputt, sein Herr, wir haben verstanden, du. Oh, fick dich, Alter. Bruder, was gucken wir uns für einen Scheiße an, Bruder? Der hört auch aus, was nach Berlin wird. Ja, bester Feige, Bruder, das guckt sich eh keiner an. Geh mal weg, der arme Dicke, sie machen das. Geh, bitte, geh. Hey, fick dich mit deiner Brille, Alter. Ich schwöre es dir, sein Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Hat der eine Autopsie gezeigt, oder nennt man das Autopsie, oder erst wenn er tot ist, Alter? Vertrau mir, sein Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Das hat er extra gemacht, um ein Meme zu werden. Er dachte sich, boah, Sommerzeit ist langweilig, weniger los. Wie kann ich aber trotzdem auf mich aufmerksam machen? Ah, ich sag einfach, mein Schlüsselbein ist gebrochen. Wo soll er sich das gebrochen haben? Bei Clash of Clans auf. Okay, seine Reaktionen und so, seine Memes sind ja immer echt, ne? Jetzt zeig ich euch mal was. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Dr. Hugo. Da ist mir eine Sache aufgefallen, du siehst immer die gleichen Leute auf diesem Kanal. Und du siehst auch zufälligerweise immer, dass dieser Kanal immer Memes macht aus den Videos oder den Stream-Highlights, die zuletzt von diesen YouTubern hochgeladen wurden. Damit Leute, so kleine Kinder, sich diesen Meme-Kanal angucken, gucken die irgendeine Szene, wo Trimax was gesagt hat, und dann sagen, ja, oh mein Gott, war der Trimax wirklich so lost, Und dann gehen die auf den Kanal rüber und dann gucken die sich nochmal den Vlog an und sagen, oh, der war ja wirklich so lost. Weil, guck mal, komischerweise, Leute, man merkt bei diesen Kanälen, Satta Hugo, Hungriger Hugo, da werden ja wirklich mal nur die gleichen Leute gezeigt. Bei diese Gut-Memes zum Beispiel, da ist das ja nicht der Fall. Da werden Memes aus dem Alltag gemacht, von allen möglichen Situationen. Da denke ich mir nicht so, okay, das ist irgendwie abgesprochen mit, mach mal bitte extra Memes aus dem und dem Video. Die machen einfach Memes aus allem, was sie im Internet sehen. Bei den Kanälen wie Hungriger Hugo und Satta Hugo wirkt das meiner Meinung nach so, als wäre das irgendwie abgesprochen. Generell dieses Phänomen Memes, wisst ihr ja, Leute, das ist ein internationales Phänomen. Memes laufen immer. Und dann haben diese YouTuber so rein businesstechnisch das wahrscheinlich so gemacht. Die haben da irgendjemanden, der schneidet immer aus ihren Vlogs Memes raus und das laden die auf einem Meme-Kanal hoch. Ihr kennt das ja bei YouTubern. Die haben einen Hauptkanal, die haben einen Stream-Highlight-Kanal und diese YouTuber haben anscheinend noch einen quasi einen Meme-Kanal, wo die bewusst in ihren Videos dann darauf achten, in ihren Vlogs irgendwelche Stellen zu haben, wo Meme-Potenzial ist, damit eben der andere Kanal, dieser Satta Hugo-Kanal, daraus Memes machen kann und die sich nochmal so hochpushen. Okay, alles schön und gut, ist ja kein Problem, ist eine Marketingstrategie, die da fahren. Du merkst auch, dass diese Meme-Kanäle dann mal voll die Klicks machen und so, weil natürlich alle anderen YouTuber drauf reagieren, nur weil die sehen, dass da Klickzahlen sind. Kann auch sein, dass die Klicks irgendwie künstlich aufgepusht werden. Gibt auch noch einige YouTuber im deutschsprachigen Raum, von denen ich glaube, dass die Klicks kaufen, so. Da erscheint mir das richtig merkwürdig. Gucken wir jetzt einfach mal zum Beispiel den Kanal von Unsympathisch TV an. Immer die gleiche Klickzahl hier, 1,3, 1,3, 1,3. Der lädt Video hoch, aber der macht nach ein paar Stunden mehr Klicks als Justin Bieber oder Drake oder Tiger, Bruder. Immer noch mit dem gleichen Format. Und jetzt guck mal hier zum Beispiel, Leute. Man sieht, dieses Video hat 213.000
Klicks, 14.000 Likes, aber nur 98 Kommentare. Oder das Video hier, 29.000 Klicks, 86 Kommentare. Okay, mag sein, dass vielleicht einige Kommentare gelöscht wurden oder das YouTube-Filtersystem die als Spam gekennzeichnet hat und die deswegen auch nicht angezeigt werden. Aber Bruder, bei 200.000 Klicks machst du 98 Kommentare. Oder sogar Bekes Katze hat mehr Kommentare. Alles nur reine Spekulation. Ich kann nicht beweisen, dass die hier wirklich Klicks kaufen. Ich kann aber auch nicht beweisen, dass die hier keine Klicks kaufen. Es ist alles nur eine reine Spekulation. Und laut der Aussage von Trimax eben reicht das ja auch, weil man ja eben nie beweisen kann, ob etwas stimmt oder nicht. Egal, wie das Urteil ausfällt. Und ist erst schuldig, wenn man das halt nachweisen kann, dass jemand schuldig ist. Aber das ist ja oft nicht nachzuweisen. Jetzt denken sich bestimmt manche von euch, hä, warum sollten sich YouTuber überhaupt Klicks kaufen? Oder generell so große YouTuber? Ganz einfach. Wenn ihr Placements macht zum Beispiel, dann gibt es zwei Möglichkeiten auf YouTube. Entweder ihr sagt den Leuten von den Firmen, die mit euch Placement machen, dass ihr per Fixum bezahlt werden wollt. Das mache ich immer. Die sagen euch eine Summe, so und so viel Euro kriegst du, macht die Werbung und fertig. Die zweite Möglichkeit, das heißt, wenn ihr per CPM bezahlt werden möchtet. Per CPM bezahlt werden heißt dann einfach, diese Firma sagt zu euch, okay, ihr bekommt pro 1000 Klicks für das Video, wo unsere Werbung drin ist, sag ich mal 50 Euro. Dann machen das viele YouTuber so, dann laden die ein Video hoch und dann sage ich mal, der YouTuber, der macht so Klicks, wie jetzt ich zum Beispiel. Sagen wir mal so, wenn ich nach einem Tag so 500.000 Klicks machen würde, es würde jetzt nicht viele Leute wundern. Ihr würdet so denken, kann sein, haut vielleicht sogar hin. Dann haben diese YouTuber irgendwelche Manager und dann machen die einfach den hier, dann kaufen die dem YouTuber nochmal mehr Klicks und dadurch, dass die dem ja die Klicks gekauft haben, geht ja der Marktwert höher. Also der YouTuber kriegt dann mehr Geld für das Placement. Das heißt, das Geld, was der Manager für dieses Video ausgegeben hat, für diese Klicks, die er gekauft hat, kriegt er ja durch das Placement wieder rein. Das heißt, er hat quasi nichts ausgegeben, er kommt sogar noch mit Plus daraus. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum sich manche YouTuber Klicks kaufen. Ja, aber du musst überlegen, jedes Video hat 1 Million Klicks. Ich suche dir gleich Songs von Lil Wayne oder Drake raus, die schaffen nicht mal die Million. Aber das heißt, die Menschen gehen extra nur für unsympathisch auf YouTube, um seine Videos zu gucken. Bruder, vielleicht macht der unsympathisch TV wirklich nach 5 Stunden so 400.000 Klicks. Nach 3 Stunden hat er 500.000 Klicks. Zeig mir diese 500.000 Hurensöhne, die zu Hause sitzen und sich Videos angucken bei 40 Grad. Bruder, dein Laptop explodiert doch, dein Handy auch. Nee, gar nichts. Ganzen Memes auf YouTube Deutschland fake, Bruder. Ich hab wirklich richtige Fragen. Jetzt ohne Witz, das tut mir wirklich mein Kopf weh. Ich hab gar keinen Bock auf nichts zu machen, wirklich, Alter. Dieses Leben, einfach nur sterben.